Einkommens- und Hinzuverdienstanrechnung an Renten. Wo ist der Unterschied? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wer eine gesetzliche Rente bekommt, also entweder eine Altersrente, eine Erwerbsminderungsrente oder Hinterbliebenenrente, muss damit rechnen, dass entweder Einkommen oder Hinzuverdienst angerechnet wird. Bei welchen Renten wir von einer Einkommensanrechnung sprechen und bei welchen Renten wir von einer Hinzuverdienstanrechnung sprechen, erkläre ich Ihnen hier in diesem Video. Unabhängig von dem Sonderfall der Anrechnungsmöglichkeit einer gesetzlichen Unfallrente an eine Altersrente gibt es im deutschen Rentenrecht nunmehr vier große Gruppen der Anrechnung von Verdiensten und Einkommen. Das ist die Gruppe der Altersrenten, die der hinterbliebenen Renten, der Erwerbsminderungsrenten und seit 2021 neu dazugekommen die Gruppe der Rentenbezieher mit dem Grundrentenzuschlag. Stichwort Grundrente. Der gesetzliche Unterschied ist, dass bei den Renten wegen Todes, also hinterbliebenen Renten, und Rentenbeziehern mit Grundrentenzuschlag eine Einkommensanrechnung durchgeführt wird. Hingegen wir bei Rentenbeziehern von Altersrenten und Erwerbsminderungsrenten immer von einer Anrechnung des Hinzuverdienstes sprechen. Und der Unterschied liegt ganz einfach darin, der Hinzuverdienst ist gesetzlich deutlich enger gefasst als der Einkommensbegriff. Beim Hinzuverdienst reden wir grundsätzlich von Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen und vergleichbaren Einkommen. Bei den gesetzlichen Erwerbsminderungsrenten wird der Hinzuverdienstbegriff noch erweitert um verschiedene Arten von Erwerbsersatzeinkommen, zum Beispiel für eine volle Erwerbsminderungsrente oder teilweise Erwerbsminderungsrente. Beim Einkommensbegriff, bei der Einkommensanrechnung auf eine hinterbliebenen Rente oder auf diesen Grundrentenzuschlag, wird nach aktueller Rechtslage jede Art von Hinzuverdienst, hören Sie das Wort Hinzuverdienst, fällt da auch schon wieder, Erwerbsersatzeinkommen, Vermögenseinkommen, Kapitaleinkünfte und so weiter erfasst, die steuerrechtliche Einkommen darstellen. Auf hinterbliebenen Renten und auf Renten mit dem Grundrentenzuschlag wird de facto nach dem deutschen Recht jegliches Einkommen, was im § 18a zum Beispiel SGB IV genannt ist, erfasst oder angerechnet. Wer eine Rente wegen Erwerbsminderung bezieht, muss sich eine Betriebsrente oder eine private Unfallrente oder Einnahmen aus nicht gewerblicher Vermietung und Verpachtung nicht an die Erwerbsminderungsrente anrechnen lassen. Das gilt auch bei einer vorgezogenen Altersrente. Hingegen bei einer großen Witwenrente oder Witwerrente muss man sich solche Einkünfte wie Betriebsrenten aus eigenen Betriebsrenten, Vermietung und Verpachtung, privaten Renteneinkünften und gesetzlichen Renten anrechnen lassen. Damit sehen Sie auch, dass der Gesetzgeber bewusst die Begriffe Einkommensanrechnung und Hinzuverdienstanrechnung voneinander abgegrenzt hat. Sie merken sich einfach, bei Witwenrenten oder Grundrente kommt es zu einer umfassenden Einkommensanrechnung, bei einer Altersrente oder Erwerbsminderungsrente gilt hingegen nur die Anrechnung des Hinzuverdienstes. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.